Ja, da sind wir wieder. Diesmal mit Philipp Reiser. Philipp, man kennt dich ja schon lange aus der freien Szene im DRCV. Fährst da schon jahrelang Scirocco. Wunderschön, schön aufgebautes Auto. Bis jetzt siehst du ja in der deutschen Meisterschaft richtig eingestiegen. Höchststadt lief ganz gut, oder? Ja, war super für mich. Ich habe letztes Jahr ja ein paar Mal schon da reingeschnuppert in der DM und war gut. Und dieses Jahr Höchststadt dann Start gegangen und ja, die Bahn liegt mir, denke ich. Das Auto funktioniert auch gut. Und ja, da waren die ersten 30 Punkte drin, ja. Dann war der zweite Lauf am Pfingstwochenende in Gründau. Und erzähl mal, was ist ja eine ganz andere Erfahrung sicherlich, da auf Asphalt zu fahren. Wie war das da für dich? Wie ist es gelaufen? Ja, war ganz neu für mich. Aber ich bin ein Typ, der nicht über was schlecht redet, was er nicht selbst ausprobiert hat. Und ich habe es ausprobiert. Es war eine Erfahrung auf jeden Fall, die ganz anders war. Aber wir haben es ganz gut gemeistert. Max hat mir viel geholfen. Er war bis Sonntagmorgen waren wir auch noch gearbeitet am Auto, hatten dann mal alles richtig und ja, ich war zufrieden. Ich habe mich lange nicht über den vierten Platz so gefreut, weil da war eine starke Konkurrenz da, auch mehr dem Rallycross hingegen und so war ich zufrieden, ja. Ja, dann ist deine Saison also soweit ganz gut angefangen. Was hast du dir fürs Jahr vorgenommen? Voller Angriff auf den Titel, oder? Ja, absolut. Also auf jeden Fall, meine Ambition ist auf jeden Fall in der 3A der Erste zu sein. Wie das dann nachher aussieht im Vergleich zu dem Fürst, denke ich mal, der wird in der 3B der schnellste Mann sein und das wird man sehen. Das ist einfach, es sind noch viele Rennen zu fahren und ja, ich probiere mein Bestes und ich probiere auf jeden Fall die 3A zu gewinnen. Das ist mein Ziel und dann, wenn dann der deutsche Meister da ist, dann ist das so. Ja, das wäre natürlich eine absolut schöne Geschichte. Ist natürlich so, gegen die Klasse 3B, da fährt man immer so ein bisschen gegen so ein Phantom, sage ich mal. Man hat es nicht direkt selber in der Hand. Wie siehst du das? Was sagst du dazu, zu dieser Regelung? Ist das was oder ist das eher schlecht? Ja, ich meine, die Regelung, die ist und ich wollte daran teilnehmen und deswegen stört es mich jetzt nicht unbedingt. Das ist natürlich ein Gegner, der auf der Bahn gegen einen da ist. Das ist immer besser, wie wenn einer nur in einer anderen Serie fährt. Aber das ist so und das ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Wie gesagt, für mich zählt die 3A. Wenn ich da einsteige und gleich da vorne mitmische, das freut mich und ja. Ja, Philipp, dann bedanken wir uns und wünschen dir ganz viel Glück für den Rest der Saison. Ja, danke schön, danke.